Ich habe mal wieder viel zu viel Geld für Klamotten ausgegeben. Ich dachte, Ärzte verdienen nicht mehr so viel. Für Klamotten reicht's immer. Nur für Kunstgegenstände nicht. Hallihallo. Hi. Hallo. Er hat sich extra für die Dichterlesung heute Abend niegelnagelneu eingekleidet. Oh, da bekomme ich ja gleich ein richtig schlechtes Gewissen. Kannst du jetzt doch nicht, oder was? Nein, deshalb habe ich nicht bei euch angerufen. Sondern? Um ehrlich zu sein, diese Dichterlesung ist nicht ganz mein Fall. Ich wusste es, schöne Pleite. Sei mir nicht böse, Oliver, ja? Das Ganze war eigentlich meine Idee. Ja, ich dachte, Sie interessieren sich für Kunst und Literatur. Ja, das tue ich auch, Tom, aber ich bin kein Fan von Lesungen. Ich schaffe es einfach nicht, so lange stillzusitzen und nicht zu reden. Ach, und? Wo bleibt die Alternative? So auf die Schnelle fällt mir da auch nichts ein. Aber Mia, wie wäre es mit einem Konzert von Angel Fire? Na, dreht euch mal um. Schräge Idee. Ach, Frau Schneider, Angel Fire ist eine Gay-Band. Ach, was? Oder habt ihr ein Problem damit, mit einer Frau zu einer Gay-Party zu gehen? Absolut nicht. Nee, du, ich finde deine Idee echt spitze. Ja, und wir wollten sie auf eine Dichterlesung mitschleppen. Einen krasseren Gegensatz gibt es ja wohl kaum, oder? Du sagst es. Ich kenne jemanden, der jetzt ziemlich erleichtert ist. Ach komm, du hast auch keinen Bock auf Lesung gehabt, oder? Okay, ja, mir ging's da genauso wie dir. Ach, aber mir wolltet ihr das zumuten, ja? Es konnte ja auch keiner ahnen, dass sie auf so eine Gruppe stehen. Ja, du und dann auch noch Angel Fire. Da wollte ich sowieso hingehen. Dann liege ich mit meiner Idee ja goldrichtig. Das war uns auch. Aber sagen Sie mal, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sagen wir so, die Idee ist zu mir gekommen. Hi. Hi. Darf ich vorstellen? Hi. Johnny, Thiago. Hi. Hallo. Tom Seifert, meine Frau Oliver. Hi. Hallo. Und ihr spielt heute in der Stadt? Ja. Ist die Platte schon draußen? Kommt in den nächsten Tagen. Hey, und woher kennt ihr euch? Charlie haben wir bei einer Vernissage kennengelernt. Da haben wir uns gleich prächtig amüsiert und die beiden haben mich zu ihrem Konzert eingeladen. Beziehungen sind alles. Obwohl es sich aber ja um eine Man-Only-Veranstaltung handelt. Aber bei Frau Schneider machen wir natürlich eine Ausnahme. Das weiß ich zu schätzen. Waren Sie dann schon mal auf so einer Veranstaltung? Es gibt immer ein erstes Mal. Oh. Wo ist denn das jetzt? Das ist gerade lustig. Da. Hallihallo. Tante Charlie. Nenn mich nicht Tante. Du siehst umwerfend aus. Danke. Hallo, Frau Schneider. Hallo. Na, seid ihr schon in Stimmung? Ja, obwohl wir dich eigentlich ein bisschen später erwartet haben. Ja, ich habe aber was zum Warming-up mitgebracht. Hey. Und? Wie ist sie jetzt ein? Ich bin überrascht. Von Angel Fire. Ja. Ich nicht mehr so viele Männer auf eine Fläche sehen. Ja, nur schade, dass die alle nicht auf Frauen stehen, oder? Ja, das sind gar nicht, was ihnen entgeht. Und was kann ich für dich tun? Oh, ich hätte gerne 3 Shampoos. Und nochmal so ein bezauberndes Lächeln wie gerade. Genau das meine ich. Naja, ich habe mich wohl doch gehört. Wieso? Einer scheint mir doch auf Frauen zu stehen. Macht Ihnen das denn etwas aus, John? Naja, solange er nur flirtet, kann ich damit leben. Dir entgeht aber auch nichts. Das ist so ganz richtig. Ich hoffe, mein kleiner Flirt macht dir nichts aus. Doch, allerdings. Ich dachte, du stehst nicht mehr auf Frauen. Oh, tue ich doch auch nicht. Mann. Ja, aber bei dir machen wir heute noch mal eine Ausnahme. Zum Wohl. So, die nächste Nummer ist eine Slow-Motion-Nummer for all lovers in the house. Flash Angel Fire.
before. I felt the angel want to tell me in which direction I should go. So I take a card right now. Sag mal, wo ist eigentlich meine Tante? Keine Ahnung. Ich habe die auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Meinst du, sie ist abgehauen? Dann hätte sie sich bestimmt verabschiedet. Ja, oder auch nicht. Vielleicht ist sie ja sauer, weil wir uns die ganze Zeit nicht um sie gekümmert haben. Das könnte allerdings sein. Weil wir auch ziemlich mit uns beschäftigt. Sie schleppt uns hierher und wir lassen sie die ganze Zeit mit den Männern allein. Dann braucht sie wenigstens nicht die doofe Anmache der Typen zu ertragen. Nee, jetzt mal im Ernst, ist doch voll peinlich. Okay, ich komme so, ein kleines Jahr noch. Entwarnung. Ich muss dir jetzt echt mal ein Kompliment machen. Ach ja? Du siehst einfach unglaublich aus. Er hat recht. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Wo hast du das machen lassen? Ach, Dummerchen. Ich meine, das Anziehen. Du siehst so echt aus. Man könnte wirklich glauben, dass du eine Frau bist. Jungs? Ach, das meinst du? Naja, das bleibt ein Geheimnis zwischen meinem Chirurgen und mir. Schade eigentlich. Einiges musst du natürlich auch selbst für diese Figur tun. Das glaube ich. Na, da seid ihr ja. Seid ihr gut amüsiert? Morgen. Oh, weh, guten Morgen. Das sieht ja nach einem richtigen Muntermacher-Frühstück aus. Und Frau Schneider, haben Sie gestern noch viele Männer als Tyrann in Ihren Bann gezogen? Ach, glücklicherweise nicht, aber mit den beiden Jungs von Angelfire bin ich noch ziemlich versackt. Na denn. Apropos, da ich gestern Abend sowieso mit dem halben Laden per Du war, wollen wir jetzt nicht auch mal dazu übergehen? Hey, gern, Frau Schneider. Charlie. Tom. Angenehm. Angenehm. Oh Mensch, wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass es dir da gar nicht gefallen könnte. Was? Nein, von mir aus können wir sowas häufiger machen. Nach dem Einstand gestern? Jederzeit. Du wirst ihn ohnehin ersetzen müssen. Ja, ich muss für einige Zeit auf Fortbildung. Naja, in jeder Hinsicht werde ich dich wohl kaum ersetzen können. Das ist mir schon klar. Aber mal im Ernst. Ich beneide Oliver schon um eine Tante wie dich. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt gib mir mal die Brötchen.